Sommer daheim soll ihr Begleiter durch die Monate Juni, Juli und August sein. Ein herzliches Glück auf zu unserem neuen Format mit ganz viel Erzgebirge. Und da räumen wir jetzt der Montanregion als Weltkulturerbe großen Raum ein. Hier sehen wir die Fundgrube Wolfgang Maaßen in Schneeberg. Weiter geht es bei der Seigerhütte in Olbernhau. Jahre Welterbe Montanregion Erzgebirge Großne Hörre wurden am Welterbetag, dem ersten Sonntag im Juni, gemeinsam in Olbernhau gefeiert. Obwohl sich die meisten der 22 Bestandteile an ihren Standorten selbst vorstellten und präsentierten, haben sich viele Touristiker und Vereine auf den Weg nach Olbernhau gemacht, um an der zentralen Feierlichkeit teilzunehmen. Mit dem Berggottesdienst in der Kirche Oberneuschönberg begannen die Aktivitäten am Welterbetag in Olbernhau. Umrahmt von einer Abordnung des Musikchor Olbernhau im Beisein zahlreicher Trachtenträger, verdeutlichte Pfarrer Martin Geisler die Verbindung zwischen Welterbe und Glauben. Beides soll heute zur Sprache kommen: bergmännisches Brauchtum und Gottes Wort. Bergleute waren von jeher Menschen, die fromme Leute waren. Davon ist das Erzgebirge geprägt. Und deshalb ist es mit Vorhalt gesagt so, dass zumindest im westlichen Erzgebirge bis heute noch relativ viele Menschen Mitglied der Kirche sind, dass es da eine Frömmigkeit gibt. Von der Oberneuschönberger Kirche konnte man trotz nebelfeuchtem Wetter auf das Seigerhüttenareal schauen. Dort zeigte die Welterbe-Lok der Press vor dem Seigerhüttengelände, das sich vor Ort alles um das Welterbe und die Ernennung vor 5 Jahren drehte. Auch auf der Bühne, wo Moderatorin Heike Leschner sich mit Welterbe-Ideengeber der ersten Stunde und aktuellen Entscheidern zum Thema unterhielt. Es war zumindest originell. Nachdem man sich intensiver damit befasst hat, hat man gemerkt, das Thema hat so viel Substanz und das trifft so viel Emotionen in unserer Region, dass es einfach unerlässlich ist, dieses Thema nach vorne zu bringen. Wir haben natürlich nicht geschlafen in der Zeit von Corona, sondern haben ganz viel organisatorische Sachen erledigt und konnten dann richtig loshauen. Der Geschäftsführer hat es im Gottesdienst gesagt: Welterbe sein ist kein Sprint, das ist ein Dauerlauf. Ich sage immer, Welterbe werden ist eins, Welterbe sein ist was anderes. Und da haben wir uns seit 5 Jahren auf den Weg gemacht, das zu machen. War nicht immer einfach. Und mit dem Welterbe ist es auch nach außen deutlicher geworden, dass wir uns nicht verstecken müssen und dass wir viele, viele Vorzüge haben und durchaus auch für viele Regionen in der Welt interessant sind. Wir waren zum Berggottesdienst heute früh um 10 und sind dann hier hängen geblieben. Ja, wie haben Sie denn die 5 Jahre Welterbe erlebt? Haben Sie es bewusst wahrgenommen? Ja, ich denke, als Olbernhau erlebt man das schon. Immer wieder war von der Weitergabe der Tradition und des Welterbegedankens an die jüngere Generation die Rede. Hier und da trägt das schon Früchte. In Altenberg und im Markus-Röhling-Stollen sind es Schüler, die Führungen anbieten oder in Ganztagsangeboten Wissen vermitteln. Wir waren beim Tag der offenen Tür am Gymnasium und da waren schon einige Schüler, die sich da schon kleine Flyer zur AG mitgenommen haben. Und ich denke allgemein, gerade bei Jüngeren, da ist schon noch Interesse da zum Bergbau. Wir brauchen die Jugend, wir brauchen die Begeisterung. Wir brauchen am Ende Leute, die sich mit unserer Tradition auseinandersetzen, das auch weitertragen. Das ist unsere wesentliche Aufgabe. Schiss, Wabba ist, da macht man uns gleich auf. Da fahren wir mit der guten Eisenbahn bis nach Neuhausen.
Schön ist, dass wir hier der Montanregion wirklich zusammenwachsen und die Welterbe-Bestandteile jeder für sich natürlich trotzdem große Aufgaben haben. Und das ist das Schwierige an der Sache. Es gibt noch viel zu tun und wirklich auch dicke Bretter zu bohren. Drin oder draußen? Eine schwierige Frage am 2. Juni. Nach einigen Sonnenstunden wollten die Bergmusiker aus Freiberg, Schneeberg und Olbernhau lieber im Freien spielen. Das Hörvergnügen wurde allerdings vom Nieselregen etwas eingetrübt, wobei sich die Musiker nicht unterkriegen ließen. Die Arbeit bleibt aber maßgeblich bei den lokalen Bergbau- und Hüttenvereinen. Sie haben letztlich die Arbeit vor Ort. Haben Sie einen Wunsch für die nächsten Jahre? Ja, dass wir möglichst viel Fördermittel vom Bund und vielleicht auch von der EU gewinnen können, um dieses gewaltige Erbe, was wir haben, erhalten zu können und auch entsprechend vermarkten zu können. Wir haben über unseren EU-Kleinprojektefonds, über den Welterbeverein schon mehr als 1 Million Euro in über 400 Projekte ausschütten können. Das hilft schon. Diesen Wunsch nach finanziellen Mitteln kann der Kleinprojektefonds wenigstens im Kleinen erfüllen. Doch an vielen Stellen werden andere Summen gebraucht. Es gibt also schon hier und da noch etwas Bedarf. Am späteren Nachmittag fand dann die große Bergparade mit 700 Trachtenträgern aus weiten Teilen Sachsens statt. Bei der war auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer mitgelaufen. Ich bedanke mich bei euch. Als Vorsitzender unseres Landesverbandes für diese Teilnahme ist diese Teilnahme gerade heute bei den Witterungsbedingungen nicht selbstverständlich. Die Menschen von damals und heute, die verbindet eins. Der Aufzug heute ist eine Huldigung derer, die unsere Heimat aufgebaut haben, die mit Erfindergeist, Innovation und harter Arbeit dies geschaffen haben, aber auch eine Huldigung derer, die heute dieses erhalten. Es sind diese bergmännischen Werte, die Ehrlichkeit, die Solidarität, die Bodenständigkeit, das, was es ausmacht, wenn man Bergwerk und wenn man diese Arbeit betreiben will. Das große Abschlusszeremoniell in der Langen Hütte war schließlich auch das offizielle Ende des Welterbetages im Areal. Mehrere hundert Besucher waren am 2. Juni in Olbernhau, um 5 Jahre Welterbe Montanregion Erzgebirge Groschene Hore zu feiern. Am 6. Juli gibt es ein weiteres Event in dieser Richtung, dann in der Silberstadt Freiberg. Mit dem symbolischen ersten Spatenstich wurden am 5. Juni die Baumaßnahmen zur 10. Sächsischen Landesgartenschau 2026 offiziell gestartet. Dabei wurde im Kurpark Bad Schlema ein Blutahorn gepflanzt. Mit der Ausrichtung der 10. Sächsischen Landesgartenschau im Jahr 2026 in Aue-Bad Schlema wird erneut ein herausragendes Gartenfestival im Erzgebirgskreis stattfinden. Es wird unter dem Motto »Vom Wismutschacht zur Blütenpracht« stehen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer besuchte am Mittwoch nach seiner Teilnahme am ersten Spatenstich für die Sächsische Landesgartenschau 2026 im Kurpark Bad Schlema die 7. Regionalkonferenz Erzgebirge, zu der das Regionalmanagement Erzgebirge ins Volkshaus Thum eingeladen hatte. Im Anschluss an sein Grußwort wurde dem sächsischen Ministerpräsidenten ein Aufsteller des Logos Dachmarke Erzgebirge überreicht. Dabei wurde der Wunsch formuliert, dass die haptische Version des Dachmarkenzeichens künftig die Region Erzgebirge in der Sächsischen Staatskanzlei in Dresden präsentiert. Die Regionalkonferenz Erzgebirge widmete sich 2024 mit dem Titel Hammerperspektiven kritisch den grundlegenden Herausforderungen im aktuellen Transformationsprozess. Wir werden noch ausführlicher berichten, wie auch über den ersten Spatenstich in Aue-Bad Schlema. Im Jubiläumsjahr des 100-jährigen Bestehens der Deutschen Verkehrswacht lädt die Verkehrswacht Erzgebirge zu einem Tag der offenen Tür ein. Am Sonnabend, dem 8. Juni, sind die Türen und Tore der Jugendverkehrsschule im Barbara-Uttmann-Ring in Annaberg-Buchholz direkt neben der Schwimmhalle Atlantis von 13 bis 16 Uhr für große und kleine Besucher geöffnet.
Josephine von Knorr. Der Fuchs. Rot wie der Fuchs im Felle, ein munterer Geselle, durchstreift er Wald und Rhein. Und kommt der Herbst gezogen, dringt oft er angeflogen in unsere Stuben ein. Es sei ein Flug, kein Träger, denn es verfolgen Jäger auch dieses Füchselein. Adolf Pichler, der Fuchs. Logisch ist's, für uns geschaffen hat der Herrgott Huhn und Taube, sprach der Fuchs. An diesem Dogma halte fest, der fromme Glaube. Zum Tag des Wanderns kann man seit einigen Jahren auch mit dem Städtebund Silberberg auf Tour gehen. Mit Start und Ziel am König-Albert-Turm in Grünhain-Beierfeld kamen die zahlreichen Wanderer auf ihrer diesjährigen Runde auch am folgenden Aussichtspunkt vorbei. Eine Bank und ihr Blick. Oberhalb von Bernsbach gibt es am Spiegelwald einen Aussichtspunkt mit Sitzgelegenheit. Außerdem finden Wanderer hier eine Gelegenheit, sich bei Regen unterzustellen. Nicht jeder, der herkommt, schätzt die Idylle. Mancher hat schon unschöne Spuren hinterlassen. Müll, Brandlöcher oder Schmierereien. Sieht der sich Niedergelassene darüber hinweg, eröffnet sich ihm der Erzgebirgskamm am Horizont in weitem Bogen. Viele bekannte Erhebungen, wie zum Beispiel der Auersberg, sind zu sehen. Davor lässt sich links Schwarzenberg entdecken. Weiter geht der Blick auf Lauterbernsbach. Rechter Hand erkennt man die Stadt Aue und ganz in der Ferne Schneeberg. Zu erreichen ist der Aussichtspunkt ab Grünhain, Bernsbach oder Beierfeld über Wanderwege und Straßen, wobei das letzte Stück in jedem Fall ein Feldweg ist. Wo musiziert wird, da ist auch das Wetter gut. Das lässt sich über das Konzert des Bandoneon-Vereins Karlsfeld am verregneten Wochenende zum Start in den Juni im Vogtland sagen. Am Sonntag waren alle trockenen Fußes in der Obergrinitzer St. Johanneskirche angekommen. In dem 1493 errichteten Kirchlein, die Jahreszahl ist in den Deckenbalken eingeritzt, war dann auch ganz schön was los. Die im März ins Amt neu ordinierte Pfarrerin Nicole Berwald-Wohlfahrt war auf das Konzert sehr gespannt, denn sie hatte die Chöre und das Bandoneon noch nicht zuvor gehört.
Der Kirchenchor, der Triebtalchor, der Organist Michael Schütz und der Bandoneonverein Karlsfeld teilten sich das etwa zweistündige Programm. Der Triebtaler Chor, Trieb ist ein Ortsteil von Falkenstein, gründete sich 1992 als Frauenchor mit 12 Frauen. 1995 wurde der Chor durch Männerstimmen verstärkt. In ihrer Begrüßung sprach die Pfarrerin nach dem Glockenläuten in der gut gefüllten Kirche darüber, warum Menschen musizieren. Anschließend waren in den fast 120 Minuten auch andere Töne als sonst in der Kirche zu hören. Denn neben Kirchenliedern fanden auch Tangos und Volkslieder Gehör. Selbst von der Orgel war neben Johann Sebastian Bach Keep Cool zu hören. Robert vom Karlsfelder Verein erklärt das Bandoneon in seiner humorvollen Art, sprach über die Bezeichnung wie Quetschkommode, gab Infos über die Spielweise und Besonderheiten gegenüber anderen Handzuginstrumenten. Alle Musikstücke von allen Teilnehmern kamen sehr gut an, vor allem aber das Halleluja von Leonard Cohen, gespielt von Damien Wallschläger, brachte die Zuhörer zum In-sich-Gehen. Die gesamte Zuhörerschaft summte mit. Der Applaus war auch dementsprechend. Viel zu schnell neigte sich das Programm dem Ende entgegen. Zum Abschluss wurde das Feierabendlied vom Kirchenchor gemeinsam mit den Bandoneons gespielt. Aber es musste noch eine Zugabe her. Der Marsch Bandoneon-Klänge war noch nicht das Ende. Spontan wurde der Steigermarsch sowohl gespielt als auch gesungen. Viele Gäste, die schon über dem Gehen waren, hielten inne und sangen mit. Es war ein gelungener Sonntagnachmittag. Spaß und gute Laune. 7. bis 9. Juni. Silberstrom-Filzteichfest am Strandbad Filzteich in Schneeberg. 3 Tage musikalische Highlights und ab Samstag Spaß für die ganze Familie mit 30 Hüpf- und Erlebnisburgen. Samstagabend Feuerwerk, Lasershow und atemberaubende Artistik der Flyboarder. Tickets ab sofort erhältlich. Vorteile mit der Silberstrom-Card. Weitere Infos unter silberstrom.de. 7. bis 9. Juni. Silberstrom-Filzteichfest in Schneeberg. Ich bin ein sehr aktiver Mensch. Gehe leidenschaftlich gerne wandern, sehr gerne zum Schwimmen. Nur mit dem Alter haben sich die Schmerzen in den Gelenken eingeschlichen. In der Apotheke wurde mir Rosaxan empfohlen. Seitdem ich Rosaxan einnehme, sind die Schmerzen wie weggeblasen. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Stimmung, Spaß und gute Laune. 7. bis 9. Juni. Silberstrom-Filzteichfest am Strandbad Filzteich in Schneeberg. Design, Beratung, Realisierung, Hosting. Ja, alles fürs Web. Und die IT dahinter? Klarne, Beratung, Installation, Sicherheit, Service, Support. Aus einer Hand? Natürlich. Und einen Shop. Einen Shop brauche ich auch. Machbar, ne? Und sogar in 3D. Denkarbeiter. Denken und arbeiten. Denken beim Arbeiten. Ja, gibt's nicht oft. Digital. Alles digital. 30 Jahre Erfahrung. Na dann, die kommen sogar ins Haus. Cool. Und sind bei Facebook. Like. Instagram. Like. Denkarbeiter. Eine Marke der Kabeljournal GmbH. Web und IT aus einer Hand. Macht Sinn. Like.
Machen Sie den Dienstag zu Ihrem Glückstag. Mit Pay and Win Ihrer Sparkasse haben Sie jede Woche die Chance auf bis zu 3.000 Euro. Die Teilnahme an Pay and Win kostet Sie nichts. Gehen Sie einfach auf payandwin.de. Registrieren Sie sich mit Ihrem Sparkassenkonto und bezahlen Sie so häufig wie möglich bargeldlos. Und schon nehmen Sie automatisch jede Woche an der Gewinnziehung teil. Pay and Win. Ganz schön clever. Wir haben dafür gesorgt, dass Sie in Verbindung bleiben. Dass unsere Kinder weiterlernen können. Dass Sie Ihre Geschäfte erledigen können. Wir haben Sie entspannen lassen. Spielen lassen. Haben Spaß gebracht und manche Langeweile bekämpft. Dafür haben wir uns richtig krumm gemacht. Für Highspeed-Internet bei Ihnen zu Hause. Über Ihr Fernsehkabel mit KM3. Bestellen Sie jetzt Ihren Anschluss an die Zukunft mit KM3. Verfügbarkeit, Beratung, Tarife und Bestellung auf km3.de, per Telefon oder bei einem unserer Servicepartner vor Ort. KM3, Ihr Anschluss an die Zukunft. Der Sommer 2024, ein Sommer mit sportlichen Großereignissen. Doch auch eine Nummer kleiner ist man im Wettkampffieber. Ich wünsche euch allen viel Spaß und sportfrei. Sportfrei! Sportfrei! So erklang an einem mit Spannung erwarteten Tag Ende Mai der Sportlergruß durch die Frauen und Männer der Tagespflegen von Gut Fürstel und Gut Glesberg, der Dr. Wilmar Schwabische gemeinnützige Heimstättenbetriebsgesellschaft in Langenberg, Pöhler und Schneeberg. Wird man die Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land und die Olympischen Spiele in Paris vor dem Fernseher verfolgen, wollte man bei der eigenen Senioren-Olympiade selbst aktiv am Ball sein. Den Ball gab es im Gut Fürstel Langenberg beim Büchsenwerfen. Schwung holen, dabei zielen und kraftvoll werfen. Das brauchte es, gepaart mit einer Portion Glück, um die Büchsen abzuräumen. Je besser das Trefferbild, umso mehr Punkte konnten auf dem Laufzettel eingetragen werden. Eine weitere Station war das Angeln. Hier waren Geduld und Geschicklichkeit gefragt. Die Starter waren mit großem Eifer bei der Sache und wollten auch hier möglichst viele Punkte an Land ziehen. Seine Alltagstauglichkeit galt es beim Wäscheaufhängen zu beweisen. Auch die Männer mussten natürlich mit ran. Eine ganz besondere Station war Tasten und Fühlen. Was steckt unsichtbar im Karton? Ein Ei, ein Spielzeugauto oder ein Hufeisen? Auch hier freuten sich die Pflegekräfte über die tatkräftige und kreative Verstärkung an ihrer Seite. Die kam von den jungen Frauen und Männern der Evangelischen Berufsfachschule für Pflegeberufe Annaberg-Buchholz, der VBFA. In einem weiteren Bereich warteten dann noch die Aufgaben Sprichwörter finden und Puzzeln. Jeder Teilnehmer der Senioren-Olympiade in Langenberg hatte 2 Durchgänge zu absolvieren. Und das taten die Frauen und Männer mit großem Ehrgeiz. Trotz der fleißig auf den jeweiligen Laufzetteln gesammelten Punkte galt im Olympiajahr 2024 auch hier der olympische Gedanke: Dabei sein ist alles. Die Frauen und Männer der Tagespflegen von Gut Fürstel und Gut Glesberg, der Dr. Wilmar Schwabische gemeinnützige Heimstättenbetriebsgesellschaft, werden ihre Senioren-Olympiade in Langenberg in guter Erinnerung behalten. Die Schwarzenberger Eisenbahntage ziehen alljährlich zahlreiche Schaulustige an. 2024 zum 30. Mal.
Die Gastgeber, die Mitglieder des Vereins Sächsische Eisenbahnfreunde, rückten in diesem Jahr neben ihren historischen Fahrzeugen die moderne Eisenbahn in den Mittelpunkt der Ausstellung. Während wir Bilder von der Veranstaltung sehen, hören wir, wie die Eisenbahnfreunde ihren diesjährigen Jahreshöhepunkt rückblickend beschreiben. Vom 9. bis 12. Mai waren einige der neuesten Lokomotiven, vorwiegend sogenannte Zweikraftloks, zu bewundern. Diese können sowohl elektrisch als auch mit Dieselmotor angetrieben werden und machen den Güterverkehr effizienter, wenn am Ende von elektrischen Abschnitten kein Lokwechsel mehr erforderlich ist. Neben den Unternehmenspräsentationen steht immer auch die Gewinnung von Nachwuchs für die Bahnberufe im Mittelpunkt. So konnte man im Fahrsimulator der Länderbahn einmal selbst Lokführer sein, entsprechende Beratungsangebote der Unternehmen standen bereit. Anziehungspunkt Nummer 1 war jedoch die im vergangenen Jahr von der Hauptuntersuchung zurückgekehrte vereinseigene Dampflok 503616, welche alle 4 Tage pausenlos Führerstandsmitfahrten absolvierte. Am Nachmittag des 11. Mai zog sie ausgehend vom Museum einen bis auf den letzten Platz ausverkauften Sonderzug ins böhmische Horniplattner, der früheren Bergstadt Platten. Weiterhin begeisterten Samstag und Sonntag die Fahrten mit dem VSE-Schienentrabi die Besucher. Am Sonntagvormittag fand eine Eisenbahn-Uniformschau, diesmal zu Berufen des Baus bzw. der Vorhaltung von Infrastruktureinrichtungen, statt. An allen Tagen sorgte das VSE-Serviceteam für das leibliche Wohl der Gäste mit regionalen Speisen und Getränken. Die 30. Auflage zum Anlass nehmend überzeugte sich der Landrat des Erzgebirgskreises Rico Anton von den ehrenamtlichen Aktivitäten und bekam einen Ausblick über Projekte in naher und weiterer Zukunft. Insgesamt besuchten ca. 3.500 Besucher an diesen 4 Tagen das Eisenbahnmuseum. Weil Parkmöglichkeiten am Museum rar sind, brachte der historische Triebwagen 772-312 von der Eisenbahnnostalgie Vogtland, welcher zwischen Museumsgelände und Bahnhof pendelte, laufend neue Gäste von und zum Bahnhof sowie zu den dortigen Parkmöglichkeiten. Durchweg positiv beurteilten alle Besucher die Veranstaltung. Soweit das Fazit der Eisenbahnfreunde. Als sich 1990 der Verein Sächsischer Eisenbahnfreunde, kurz VSE, in Dresden gründete, ging es vorrangig um die Organisation von Fotosonderfahrten. 2 Jahre später begann man, den Schwarzenberger Lokschuppen als Vereinsgelände auszubauen. Mit den Eisenbahntagen will der Verein seitdem einen Einblick in seine Arbeit geben. Und der nächste Höhepunkt in der Vereinsarbeit wartet schon. Am 8. und 9. Juni verbindet die Erzgebirgische Aussichtsbahn die Orte entlang der Eisenbahnstrecke Annaberg-Buchholz-Schwarzenberg, unter anderem als Reisemöglichkeit zur Annaberger Keth. Der VSE-Museumszug wird mit der vereinseigenen Dampflok 503616 bespannt. Im unteren Bahnhof von Annaberg-Buchholz stehen jederzeit Übergangsmöglichkeiten zum Busverkehr, auch in Richtung Kethplatz. Filzteichfest, das große Familienspektakel von Silberstrom und den Stadtwerken Schneeberg, hofft auf gutes Wetter und präsentiert Ihnen die Tagesbilder.
Wie das Wetter auch wird, das Filzteichfest vom 7. bis 9. Juni wird ein großes Familienspektakel mit herzlicher Einladung von Silberstrom und den Stadtwerken Schneeberg.